Dann geht's heute in Valencia mit dem nächsten Spiel. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23, unser Bilbao-Karriere. Spieltag Nummer 26 in La Liga. Und ein Auswärtsspiel in Manchester. Quatsch, in Valencia, Entschuldigung. Danach kommt Espanyol. Ja, wir können wieder ein bisschen rotieren. Ne, wir haben ein paar Tage Vorsprung, dann eine Pause. Wir können weiterspielen. Ich nach dem Granada-Spiel mit Herzig will ich ja nicht hier rotieren. Egal. Alles gut, weiter geht's. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Denn vier Tore aus den letzten drei Spielen sprechen für sich. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Ich begrüße Sie zu diesem Spiel, liebe Fußballfans. Heute sind wir zu Gast im Estadio Mestalla. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und es geht bei uns heute um eine Begegnung aus der La Liga Santander. FC Valencia gegen Athletic Bilbao. Das ist so eine Partie, die die Fans begeistert und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Und da sehen wir die Startaufstellung des FC Valencia für heute. Sie entscheiden sich für ein konventionelles 4-5-1. Und das heißt also, im Mittelfeld wollen Sie mit dieser Überzahl das Spiel kontrollieren, wollen es dominieren, dem Gegner Ihr System aufzwingen. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Kepa steht im Tor, Iker Muniain steht mit Mikel Oyarzabal auf dem Flügel und Iñaki Williams spielt im Sturm mit Borja Mayoral. Gleiche Mannschaft wie gegen City, warum auch nicht? Valencia ist nicht ganz unwichtig. Na dann, auf geht's in Valencia weiter. Zum Start in die neue Woche hier bei FIFA 23. Gutes Tackling. Williams. Ja, das war zu einfach. Klasse gemacht vom Verteidiger. Kann man schon mal gelb geben? Könnte vielleicht auch geben. Ist aber auch jetzt nicht egal. Schade. Was heißt? Ah, Mann! Wenn man sich so umhört, wer heute der wichtigste Spieler sein könnte, dann fällt natürlich immer wieder dieser Name. Was erwartest du heute? Ja, vier Tore in den letzten drei Spielen, das spricht für seine Form, für seine Torgefährlichkeit. Sie müssen höllisch auf ihn aufpassen. Jetzt aber erstmal Vorsicht. Er trifft. Und jo, welche eine Überraschung. Hier früh in Führung. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. So, wir führen jetzt mal 1:0 durch Oyarzabal mit seinem 11. La Liga-Tor. Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Kanzler. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Ball kommt an. Cavani! Macht einfach zu, macht dicht, verhindert den Treffer aus nächster Nähe. Ecke in die Mitte. Jetzt der Steilpass. Jetzt ist auch ein bisschen zu wenig Power dahinter. Reicher, 2:0. So kann man mal einen Gegner auskontern. Der war eigentlich nicht viel genug Fahrt drin und Olmo macht's. Traf er schon in der Champions League gestern, also unter der Woche mit 2:0 gestern, ja. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell.
Bocher. Klasse durchgesetzt. Gute Chance. Elfmeter. Und zwar ganz klarer Elfmeter. Gelb. Die ist auch richtig die gelbe Karte, weil. Es ist einfach nicht ihr Spiel, Leute. Es gibt hier Elfmeter und gelb noch dazu. Also gelb war richtig, weil da noch einer stand, aber. Naja. Iñaki, im letzten Spiel nicht getroffen. Heute Frage? Nein. Ist es zu glauben? Was für eine Parade. Jetzt kommt die Ecke. Er ist da bei der Ecke. Sehr gut. Na komm. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Ja, Iñaki noch momentan nicht wirklich fair. Ecke. Kommt die Ecke. Mit Zubelia. Nö. No. Noch nichts. Ja, ist auch nichts wirklich da. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Riesenchance. Majoral. Kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Gutes Technik. Ja, also der Ball kommt nicht vorbei. Kanzon. So, faul gepfiffen. So, gelb. Zubeldia. Ist jetzt die zweite gelbe Karte für uns. Vertretbar, denke ich. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Und der war wichtig. Weil wenn der durchgegangen wäre, dann wäre es hier richtig gefährlich geworden. Mosquera. Oh, der möchte doch endlich mal wieder treffen und er trifft jetzt auch. 3-0 Williams. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Also sein 34. ist jetzt mittlerweile. Letzte Woche habe ich 52 getroffen. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Jetzt gibt es zwar den Konter über Gurusabel, der über die linke Seite kommt. Über die rechte Seite. Jetzt kommt die Flanke rein. Ja, das war ein bisschen zu weit. Die Szene erstmal zu Ende. Valencia bei weitem nicht aktiv genug. Man braucht Ballbesitz und die Fans sind sauer. Das war mal gar keiner gewesen gerade. Valencia auf dem Flügel, da ist Platz. Cavani. Nein, nein. Guter Ball, aber auch gute Parade. Es war kein Elfmeter, es war klar Ball gespielt. Der war nicht klar, so klar wie der Elfmeter auf der anderen Seite eben. So, 3-0, selbst dann wieder verschossen. Der ersten 45 Minuten. So, gut. Weiter geht's, Halbzeit 2. Anstoß Bilbao und damit gehen wir rein in diesen zweiten Spielabschnitt. Muniain. Muniain, nee, aber dass keiner dabei ist. Klasse Angriff, aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Auf der Linie rettet er. Das juckt aber niemand, der macht ihn trotzdem. 4-0. Was für ein Bock da in der Verteidigung des FC Valencia. Wir gucken uns die Situation. Eigentlich war alles geklärt.
Stefan, was bitte schön macht die Abwehr? Sie schauen nur zu. Erster eigener Abwehrspieler, dann hat der Keeper den eigentlich mehr oder weniger schon sicher. Hat ihn dann doch nicht, verliert ihn dann nur so am Ball und dann macht der letzte Verteidiger noch den nächsten Fehler. Also drei Fehler quasi kurzer Zeit und damit ist es dann am Ende das 3-0. Ja, 4-0. Baumgartner. Oh, ich muss aufpassen. Ja, ich muss wechseln, das bringt mir nichts anderes. Ich muss Zubeldia rausnehmen. Der hätte mich jetzt gerade schon wieder eine Karte gesehen. Deswegen erstmal der Wechsel ziehen. Sajic, wann möchte der auf zentral offensiv spielen? Okay, dann machen wir das doch mal. Drei Wechsel werden es jetzt passieren. Wir haben das Spiel entschieden, deswegen geht auch Williams raus. Zubeldia, der muss jetzt ein bisschen aufpassen, würde mich jetzt ausgewechselt. Der soll auch rausgehen. Ballverlust. Ja, schade, da hätten sie mehr draus machen können. Manu. Athletic Bilbao hat in diesem Spiel bislang wirklich eine überzeugende Ballbesitzquote vorzuweisen. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Glück gehabt. Da ist er da. Ja, zu einfach. Ist gar keiner mit, ne? Dani Olmo. Da ist die Chance für Dani Olmo. Ach Mann, ich überlege mir immer, warum spiele ich denn hier? Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Das sah so vielversprechend aus, dieser Konter. Aber das war dann doch nichts. Euer Sabal. Flanke kommt rein. Ah, auf den ist einfach Verlass. Cavani jetzt. Zubeldia muss wegbleiben. Oh, gefährlich. Tolle Chance, aber kein Tor. Jetzt kommen die Wechsel. Ein bisschen auch das Glück. Merino. Da ist die Chance. Nee, da geht nicht. Ah, oh, Majoral, der muss rein. Eigentlich, mehr oder weniger. Oder auch nicht, wie auch. Ihr wisst, was ich meine. So, dafür der die Wichse. Vidal. Nee, darf nicht. Klasse Chance, da stimmt fast alles bei diesem Versuch. So, der Wechsel mal durch. Wir sehen den Wechsel. Und nun Cavani. Cavani verliert den Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. So, das Silva. Da ist Platz für den Konter. Was macht er draus? Oh, leider kein Treffer. Ein richtig guter Konter, da hat fast alles gestimmt. Euer Saba. Euer Saba, ja. Kanzler. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. So, ist jetzt hier durch. Ich hoffe, dass wir hier das Ding mal wieder zu Null was reißen. Weil ich bin ohne Gegentor. Edinson Cavani. Cavani, was für eine Chance. Weiter gefährlich nach Kepas Abwehr. Abwehr kann erstmal durchatmen. Fehler. Ball abspielen. Cavani muss es Ecke. Machen. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Oh, wie gesagt, ich will zu Null mal. Ich befürchte, dass wieder der Gegner jetzt wieder übermächtig wird, dass die keinen Gegentor, dass die
Ich hab zum Kotzen. Irgendwie müssen sie es doch, muss der Gegner. Ein paar Minuten früher kommt, dann vielleicht, aber jetzt wird's zu eng. Ich darf nicht zu null. Egal wie, der Gegner wird dann scheinbar übermächtig. Das mit dem Kopf zur Stelle. Unhaltbar. 4-1 jetzt also. Eine Minute noch. Langsam wird's gefährlich. Schönes Dribbling. Das Spielzeit läuft übrigens schon. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Jetzt haben wir auch so ein Murmelding mal. Wie gegen City? 1:5, 2:90, so ja, sag mal. Aber da ist so viel Power hinter diesem Ball, er hat letztlich keine Chance. So, haben wir's. Aber wir dürfen nicht zu null. Schlusspfiff, das war's für heute. Die Gäste sind also der Sieger dieser Begegnung. Das war der erste von 8, fehlen noch 7. Am Ende fast schon mühelos. So. Okay. Das war's. Ein verdienter Sieg in Valencia. Und ja. Delegieren. Leider ein Ja. Ich will aber keine Spieler mit Kaufoption verleihen. Gut, ich würde sagen, warte mal, wir machen was anderes. Teamzentrale. Habe ich überhaupt irgendwas unter Rechtsverteidigung? Ich habe genug. Zu Bild hier. Entwicklungsplan. Ich bitte dich gerne als Rechtsverteidiger umwechsel. Boah, der wäre. Ich habe aber. Habe ich auf Lopez, Alvarez, Pecha, Zola. Ja, ich muss ihn zurückholen. Das ist das. Ah, das ist für mich natürlich ein Budget. Ich muss warten, bis die Bayern zurückkommen. Ich habe zu viele Spiele verliehen. So. Gut. Trotzdem egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit der Copa de España. Warte mal kurz gucken. Die Bälle. Ja, Hinspiel war klar. 7-3 in Valencia, in Barcelona. Das muss es. Oder Hinspiel. Zu Hause. Gegen Barcelona war 7-3. Also, Espanyol muss 4-0 zumindest gegen uns gewinnen, um zumindest die Verlängerung zu schaffen. Na gut, danach sollte eigentlich das Halbfinale durch sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann freue ich mich, wieder einschalten würdet, morgen um 14 Uhr beim Pokal-Rückspiel im Halbfinale hier bei der Copa de España. Bis dann, tschüss.